Man nennt das Wiederholungstäter. Genau. Für uns, genau. Das war echt ein geiler Demo-Zug, Leute. Ja, wir haben ein bisschen Wetter genossen, so ein bisschen spazieren gegangen, ein bisschen durch die Stadt, ein bisschen aufgeregt, die Leute. Die vergessen ja schon wieder, dass das alles gibt. So, damit ist die Versammlung beendet. Ich darf noch einen Satz sagen, weil ich heute was ganz Tolles mit nach Hause nehme, das kann man nicht sehen. Und zwar habe ich kennengelernt, dass eine Gruppe zu uns gestoßen ist, die stärker geworden ist, die erkannt hat, dass es nicht die Leute schaffen, die hier drüben Eis essen, es schaffen auch nicht die 300 Leute, die durch die Stadt laufen, sondern sie haben es erkannt, wir müssen es selbst in die Hand nehmen. Und das ist die Jugend, die hat heute eine tolle Rede halten zum Start. Und dafür bedanke ich mich und das nehme ich heute mit nach Hause. Und es wäre wunderschön, wenn ihr alle am Montag 19 Uhr am Anger uns wieder begleitet durch die Stadt. Kommt wieder, es ist notwendig, noch viele Themen zu bearbeiten. Die Schwachen. Ihr seid für die solidarisch hier und sie sind auf euch alle angewiesen. Denn das, was an Unmenschlichkeit in unserem System passiert, das geht weit über unsere Maßstäbe hinaus, die wir uns vorstellen können. Wir werden unsere Freiheit brauchen. Meine ganze Generation müsste auf der Straße stehen. Deswegen, damit aus uns was wird. Ich lebe in keinem Land, wo den Alten Sicherheit gewährt wird und der Jugend eine Zukunft! Genau! Die Welt ist verzweifelt. Seit 2 Jahren quälen wir uns rum. Es soll so geschehen, wie es kommen soll. Aber wir haben als Menschen zusammenzuhalten. Genau. Wir sollten uns nicht fertig machen. Wir sollten da, wo Leid ist, Leid erkennen. Und wir sollten es verbessern. Wir sollten helfen. Wir sollten keinen Unterschied machen. Ob dick, dünn, ihr versteht, was ich meine. Ich hab sowas noch nie vorher gemacht, aber ich danke jeden Einzelnen. Ihr Menschen, Freigeister, haltet, lasst euch niemals unterkriegen. Niemals. In dem Sinne, ich danke euch. Und wie wir aber sagen, Frieden, Freiheit, Souveränität! Frieden, Freiheit, Souveränität! Ich danke euch! Liebe, Freiheit und Menschlichkeit! Alles! Lasst uns aus dem Leid erkennen!